Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wünsche euch allen einen super, super schönen ersten Advent, beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Advent, wenn ihr dieses Video seht. Bevor wir ins Video starten und ich euch gleich wieder mal ein Adventstürchen von unserem Kalender präsentiere, habe ich noch eine ganz kleine Bitte an euch. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt doch gerne mal unter dem Video auf Abonnieren. Ist für euch völlig kostenlos, unterstützt unseren Kanal einfach nur enorm und unsere Community wird sowieso jeden Tag größer und größer. Und wenn du sowieso schon unsere Videos immer schaust, tut es nicht weh, drückt drauf, hilft uns wie gesagt. Und wenn euch das Video gefällt, auch wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Auch das hilft uns immer. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich zeige euch am besten einfach mal heute schon zu Beginn direkt Türchen Nummer 3. Rätselhaft. Du kannst mich berühren, ohne mich anzufassen. Sandra und Julian, jetzt überlegt jeder für sich, wie der oder die andere das umsetzen könnte. Macht euch gerne Notizen und sammelt ein paar Ideen. Tauscht euch danach dazu aus. Welche Gesten, Worte, Handlungen bedeuten dir etwas bzw. zeigen dir, dass du dem anderen wichtig bist? Das klingt natürlich schon ein wenig mysteriös, wenn ich mir das so anschaue. Du kannst mich berühren, ohne mich anzufassen. Aber da fällt mir jetzt spontan direkt zu ein, da brauche ich gar nicht erst lange überlegen und auch nichts aufzuschreiben. Ich finde eben, dass schöne Worte und ich sag mal Handlungen, wie zum Beispiel jetzt in unserer Situation, ich nehme einfach mal Sandra die Kinder ab für eine Stunde oder zwei, damit sie ein bisschen Zeit für sich hat. Oder wie gesagt, man sagt sich schöne Dinge, was man auch unabhängig von dem Adventskalender tun sollte. Das wäre so meine Idee. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wenn Sandra gleich wiederkommt und sie das dritte Türchen dann auch für sich nochmal öffnet oder liest, weil sie bringt gerade Mirko zu einem, ja, ich sag mal, Event von dem Fußballverein, wo er ist. Die fahren nämlich heute, die haben irgendwie für die Kinder eine Überraschung geplant. Die fahren heute ins Rhein-Energie-Stadion und machen da wohl irgendwie so eine Stadiontour, glaube ich, hat sie gesagt. Ja, und Mirko rannte hier eben schon ganz aufgeregt rum, weil er sich sonst welche Gedanken gemacht hat, was denn die Überraschung sein könnte, wo die heute mit dem Fußballverein hinfahren. Er sprach die ganze Zeit von einem Vergnügungspark und Achterbahnfahren und ich weiß es nicht, wie er da überhaupt drauf gekommen ist. Aber das, deswegen haben wir jetzt gleich ein wenig Zeit, auch noch ein paar andere Dinge zu machen, weil die Kinder, die, ich wollte gerade sagen, die schlafen, aber Leo quakt im Hintergrund schon und Luca bewegt auch seinen Kopf. Vielleicht bin ich auch zu laut, ich weiß es nicht. Nein, aber wir wollten gleich noch ein wenig aufräumen, müssen das Bett neu beziehen, weil Luca sich, nicht Luca, sondern Leo sich heute Morgen, sagen wir mal, freundlich übergeben hat. Und das ging ein wenig daneben und entsprechend werde ich gleich noch das Bett beziehen. Und mein Papa wollte gleich kurz vorbeikommen und Leica hier abgeben, weil er dann wieder zu meiner Mama ins Krankenhaus fahren wollte. Das Wetter ist einfach viel zu kalt dafür, dass man, auch wenn Leica einen sehr, sehr dicken Pelz hat, ist das Wetter dann doch zu kalt dafür, sie 1 bis 2 Stunden im Autokofferraum zu lassen. Also im Sommer geht das sowieso nicht, da sind wir uns alle einig. Im Winter, ja gut, ich bin jetzt, also ich sage euch das so, wie es ist. In der Vergangenheit, wo Leica noch bei mir war, habe ich sie auch mal im Winter was im Auto gelassen, wenn man zum Beispiel einkaufen gefahren ist oder so. Weil erstens, man ist ja dahin gefahren, das heißt, das Auto ist warm, die Heizung war an, das hält ja auch noch ein bisschen nach. Und dann ist Leica ein Eurasier. Könnt ihr gerne mal googeln. Das ist halt eine Mischung aus einem Spitz, einem Samoyeden und einem, jetzt muss ich gerade selber, einem Schauschau. Genau, deswegen hat sie auch so eine gefleckte, blau gefleckte Zunge. Ja, und das sind halt alles Rassen, die langes, dickes Fell haben. Und vor allem hat Leica eine extrem, extrem dicke Unterwolle, was halt auch beim Fellwechsel immer super nervig ist, weil sie halt alles verliert. Aber die haben halt einfach ein dickes Fell, deswegen können die auch mal bei 3 Grad Außentemperatur einfach ein wenig alleine bleiben. Aber ich habe halt hier gesagt, es ist für sie auch schöner. Dann ist sie hier, dann kann sie sich hier einfach hinlegen, ein bisschen vielleicht auf dem Balkon oder im Wohnzimmer vor die Tür, so ein bisschen in die Sonne. Das ist dann schon besser für den Hund. Und wenn man vom Teufel spricht, ich war gerade dabei, den Adventskalender schon zu öffnen. Und habe ich direkt einen Anschiss bekommen, warum ich das denn alleine mache. Aber schau doch bitte mal rein. Eigentlich ist es ja mein Adventskalender. Und du hast gesagt, es ist unser Adventskalender. Mhm. Also bitte. Hast hier du unseren tollen Adventskranz gezeigt? Nein, hier ist das Türchen. Sieht auf jeden Fall schön, mal schön aus. Du kannst mich berühren, ohne mich anzufassen. Hast du schon vorgelesen? Also darf ich leise lesen? Ja. Also, dass ich das jetzt richtig verstehe. Ich bin mal sehr gespannt, was deine erste Intuition dazu ist, wie das funktioniert. Tipp, welche Gesten, Worte und Handlungen bedeuten dir etwas? Also soll ich sagen, was... Du sollst mich berühren, ohne mich anzufassen.
aber hier drunter ist ja in der Frage drin, dass ich sagen soll, welche Gesten, Worte und Handlungen mir etwas bedeuten und mir zeigen, dass ich dir wichtig bin. Also muss ich mir, ja, so steht es da, dass du dem anderen wichtig bist. Das heißt, du musst es für dich selbst überlegen und nicht für den anderen. Welche Gesten bedeuten dir etwas, beziehungsweise zeigen dir, dass du dem anderen wichtig bist? Also muss ich ja theoretisch sagen, wie du mich berührst, ohne mich anzufassen. Also ich habe schon gesagt, ich berühre dich, ohne dich anzufassen, indem ich dir ein paar nette Dinge sage oder dir zum Beispiel die Jungs mal abnehme, damit du einfach mal eine Stunde für dich hast. Ich weiß, wie ich dich berühre, ohne dass ich dich anfasse, indem ich dir was zu essen mache. Finde ich nicht süß? Ey, das stimmt. Ja, oder das indem ich dir bestimmte Sachen vom Einkaufen mitbringe, ohne dass du dir das gewünscht hast. Ihr seht ja, ihr konntet jetzt ganz klar feststellen, wer bei uns der Romantiker ist und wer der Plumpe ist. Also ich kriege was zu essen und Sander kriegt ein paar nette Worte und ein bisschen Freizeit. So ist das dann. Da ist mir doch spontan noch was eingefallen. Ich berühre Julian, ohne ihn anzufassen, indem ich ihm... Jetzt sag das Wort. Indem ich ihm erlaube, das Wort meinst du, ne? Ja. Außerhalb seiner festen Tage, die wir vereinbart haben, zu zocken. Da ist er tiefst berührt, weil heute ist Sonntag und eigentlich ist heute nicht sein Zockertag. Und da bin ich richtig berührt, krieg Durchfall bei dem Wort erlauben. So berührt bin ich. Und davon. Trotzdem darf er mittlerweile auch ziemlich oft außerhalb seiner Tage zocken, weil ich dann einfach weiß, dass er dann runterkommt. Vom Tag, vom Stress, von der Arbeit, von allem. Ich denke, dass das Wetter ja irgendwie doch auf die Laune schlägt. Und ich habe gerade zu Julian gesagt, dass ich der Meinung bin, dass es auch auf die Laune der Babys schlägt. Weil ich der Meinung bin, dass wenn die Sonne scheint, die Jungs viel, viel besser drauf sind und viel weniger quengeln. Ich mag mich aber vielleicht auch täuschen, weil, was hast du gesagt dazu? Was? Männer und Multitasking. Ich habe gesagt, die sind deswegen besser drauf, weil ich mit denen Quatsch mache den ganzen Tag. Ich bin halt ein Quatschpapa. Okay. Papa ist der Quatschpapa und ich bin die böse Mama. So du ungefähr. Du bist der böse Wolf. Und das, ich bin sind der die sieben Geißlein. Sieben? Ja, ich zähle für vier. Luca? Luca? Luki? Luki Buki? Der ist so konzentriert da auf die Kugeln, die da sind, auf die bunten. Luki Buki! Der guckt sich die so genau an, bis er gleich im Kopf noch dagegen knallt. Ist dann wohl einfach mal über Nacht der Winter ausgebrochen. Ist zwar jetzt auch schon wieder alles ein bisschen geschmolzen, was irgendwie mal klar ist, aber da kann man auch echt nur sagen, willkommen in Deutschland. Gestern Abend fing das nämlich an und ich habe schon gesagt so, oh, das ist mal was Seltenes hier bei uns in der Gegend. Aber tatsächlich hat es dann wohl die ganze Nacht geschneit, wie es eben so ist. Wir haben zwar jetzt, glaube ich, schon 2-3 Grad wieder. Ist für die Kinder halt immer schade, ne? Es sieht halt im ersten Moment, sieht das immer so richtig schön aus und dann gehst du dann raus und dann merkst du so, okay, die Realität ist dann, sieht halt doch noch schön aus, weil es ist halt auch alles nur Matsche. So, ich muss jetzt schon ins Büro. Teamrunde habe ich eigentlich auch heute Morgen gehabt, die habe ich aber ein bisschen verpassen müssen, aufgrund einmal, dass die beiden heute Morgen länger geschlafen haben, will ich gar nicht sagen, sondern bei Luca war das eher so ein bisschen so, oh, ich schlafe mal ein und dann schlafe ich wieder nicht ein. Ich war so wach, dass ich ihm immer wieder den Schnuller rein. Und dann hat er mich dann zum Glück noch so bis 7:45 auf einmal schlafen lassen. Ich war super erstaunt, als ich auf einmal wach war und es war 7:45, weil er hat um 5:30 die erste Flasche getrunken. Und zwischen 5:30 und so 7:45 ungefähr war halt echt, dass ich nur wach war und ihm immer wieder den Schnuller. Weil dann fing er an zu erzählen, dann fing er an zu kreischen, zu quietschen, wie auch immer. Ich drehe ihn jetzt seit neuestem immer auf den Rücken, mache von diesem Luftbefeuchter, den Sander euch ja gezeigt hat, der hat ja auch diese Lichtfunktion, wo dann an die Decke so Sterne oder sonst irgendwas projiziert werden. Und das mache ich dann morgens an. Das leuchtet so etwas schräg über ihn. Und das findet er total toll, sich anzugucken, weil dann ist er ruhig und ich kann noch was schlafen. Ja, und dann waren sie dann doch beide sehr, sehr quengelig, vor allem Luca, weil normalerweise frühstückt der nie.
nie direkt nach dem Aufstehen. Egal, ob da 3, 4, 5, 6 Stunden zwischen waren, der frühstückt einfach nie direkt nach dem Aufstehen. Heute konnte ich nicht mal meinen Kaffee trinken. Ich bin gerade auf den Balkon gegangen und wollte dampfen in Ruhe meinen Kaffee trinken, wie ich es jeden Morgen mache. Da fing der schon an, wie am Spieß zu schreien. Also habe ich ihm eine Flasche gemacht und dann hatte er keinen Bock einzuschlafen und hat wieder sein Drehen heute für sich entdeckt. Und naja, bedingt durch diese ganzen Umstände kam es eben nicht dazu, dass ich es zur Teamrunde geschafft habe. Aber eine meiner Kolleginnen hatte letzte Woche Geburtstag und die hat gesagt, wir bestellen heute Mittag was zu essen. Das möchte sie quasi als kleines Essen zu ihrem Geburtstag machen, weil Essen gehen dann doch schwieriger ist, weil wir im Büro offiziell keine Mittagspause haben. Also das Büro ist durchgehend geöffnet. Da kann man halt nicht eben einfach sagen, wir machen jetzt 2 Stunden zu und gehen jetzt irgendwo in ein Lokal. Deswegen haben wir halt gesagt, wir bestellen was. Dann ist immer irgendeiner, der mal gerade das Essen liegen lassen kann und ans Telefon gehen kann im Zweifel. Wobei man auch hier ehrlich sagen muss, bedingt durch die Tatsache, dass in 3 Wochen schon Weihnachten ist. Überlegt euch das mal, in 3 Wochen ist Weihnachten. Ist wahrscheinlich sowieso nicht mehr allzu viel los. Also Leute, ich habe jetzt Leo im Schlafzimmer hingelegt. Der liegt hier und schläft jetzt hoffentlich. Ich bin nämlich gerade erst hingelegt, also es ist noch alles offen. Das kann auch sein, dass er jeden Moment wieder wach wird oder doch nicht richtig schläft. Und Luca schläft immer noch im Wohnzimmer in der Federwiege. Da schläft er jetzt aber bestimmt auch schon eine Stunde ungefähr. Ich finde übrigens lustig, dass dadurch, dass es draußen geschneit hat, es eigentlich gar nicht so hell draußen ist, aber trotzdem dieser ganze Schnee das Tageslicht so reflektiert, dass es aussieht, als wäre es übertrieben hell draußen und ich werde so richtig bestrahlt. Ja. Aber so haben wir wenigstens hier keine Lichtprobleme. Ich habe heute Morgen es schon geschafft, die Spülmaschine auszuräumen, wieder einzuräumen, anzumachen. Ich habe schon geschafft, ein bisschen Ordnung zu machen. Ich habe geschafft, Wäsche zu falten. Ich habe es auch geschafft, die Zähne zu putzen, meinen Kaffee in Ruhe zu trinken. Julian ist im Büro, der hat heute einen langen Tag. Also der kommt auch heute erst nach Hause wahrscheinlich, wenn die Jungs schon im Bett sind. Ich hoffe natürlich, dass hier alles gut geht. Ich klopfe mal auf Holz, ne? Sagt man ja so. Ja, meine Mama kommt wahrscheinlich noch vorbei mit Axel. Das ist so ein bisschen so ein Lichtblick für mich. Ich versuche immer, mir Besuch einzuladen. Also, es hört sich jetzt so doof an. Ich möchte ja keinen ausnutzen. Natürlich möchte ich die Menschen, die ich dann einlade, auch so sehen. Aber ich versuche mir das halt so zu legen, dass sie dann da sind, wenn Julian definitiv vielleicht nicht nur eine Stunde weg ist, weil er nur irgendwie kurz einen Termin irgendwo hat, sondern dass er wirklich länger weg ist, weil mindestens einmal am Tag, wenn ich alleine bin mit den Mäusen, komme ich eben in diese Situation, dass sie zum Beispiel beide gleichzeitig Hunger haben oder der eine hat sich gerade eingekackert und der andere hat aber gerade Hunger oder solche Situationen einfach, einer findet nicht in den Schlaf und der andere braucht aber auch gerade irgendwas von mir, dass man sich einfach nicht teilen kann und mir tut es halt unfassbar leid, wenn ich einen der beiden schreien lassen muss. Was ich natürlich niemals freiwillig tun würde, aber es gibt eben diese Situation als Zwillingsmama, wo man oder auch als Mama, wenn man 2 kleinere Kinder hat, wenn man zum Beispiel in einem Abstand von 1 Jahr oder so die Kinder bekommt, dann kann das ja auch mal vorkommen, dass man eben nicht allen gerecht wird. Aber ich finde es halt mit 2 Babys nochmal eine Nummer härter, weil einem 1-Jährigen, 1,5-Jährigen, 2-Jährigen kannst du schon eher vermitteln, dass er oder sie mal kurz warten muss, weil das Baby jetzt schreit, ne? Und wenn man aber die Babys beide im gleichen Alter hat, ist es halt wirklich eine Kunst. Ich weiß, dass das auch irgendwann aufhört. Dafür wird es dann andere Anstrengungen geben, kann man das so sagen. Also wird es anders anstrengend. Aber zumindest zerreißt es mir dann nicht mehr regelmäßig das Herz, wenn ich eben, ja, ein Baby weinen lassen muss und es das noch nicht mal versteht, weil es ja gerade einfach nur dieses Bedürfnis hat und ich dem Bedürfnis einfach in dem Moment, je nachdem, dann einfach nicht nachkommen kann. Ich versuche mich dann auch zu teilen. Ich versuche das ja auch irgendwie immer alles so miteinander zu vereinbaren, dass irgendwie keiner möglichst zu kurz kommt. Sind ja auch diese Sachen wie, ich habe den Leo in der Trage zum Schlafen und mache dem Luca währenddessen irgendwie eine Windel, damit er nicht in seiner Kaka liegen muss, was halt auch super kompliziert ist, aber irgendwie kriegt man es halt immer hin, man wächst mit seinen Aufgaben. Aber ich versuche mir eben den Besuch dann dahin zu bestellen, weil ich mir dann denke, okay, wenn meine Mama hier ist oder halt Axel auch noch, dann können die mir halt helfen und auch mal gerade vielleicht ein Kind hochnehmen oder ich sage, hier, gib mal gerade ihm die Flasche, damit ich dem anderen die Windel machen kann oder. Da gibt es ja viele Variationen. Mirko ist leider immer noch krank. Ich vermute, dass wir morgen mal zum Kinderarzt fahren werden. Nicht, weil es ihm schlecht geht. Ihm geht es halt eigentlich echt gut, aber es hört halt einfach nicht auf.
Wir waren ja schon vor ein oder zwei Wochen, war das, glaube ich. Da waren wir ja schon mal in der Notfallpraxis gewesen. Ich weiß nicht, ob ich euch das auch erzählt hatte. Da hatte ich ihn früher von der Schule abholen müssen, beziehungsweise Julian hatte ihn dann geholt, weil ich hier noch nicht fertig war und mich gerade um die Jungs gekümmert habe, weil er eine kleine Panikattacke hatte, wenn man das so sagen kann. Er dachte, er kriegt keine Luft mehr, weil sein kompletter Hals extrem voller Schleim war. Und wir Erwachsenen tun uns ja schon schwer damit, aber die Kinder halt eben noch mehr. Und er dachte in dem Moment wirklich irgendwie, ich kann nicht atmen, da ist irgendwas in meinem Hals. Und ich bin dann mit ihm eben, weil es war natürlich auf dem Freitagnachmittag, in die Notfallpraxis gefahren beim Krankenhaus. Und er wurde da auch abgehört und so. Die Lunge war komplett frei. Also es war wirklich so ein richtig fetter Schleimklumpen, den er irgendwo hängen hatte. Tat mir halt auch total leid. Ich habe dann ihm versucht, hier viel Tee zu machen und so weiter. Ich habe gesagt, trinken, trinken, trinken. Das hilft halt auch. Da hatte er allerdings eigentlich noch gar keinen Schnupfen. Jetzt mittlerweile wird der Husten scheinbar minimal besser. Dafür hat er aber jetzt eine richtig, richtig verrotzte Nase. Also der verbraucht Taschentücher. Das habe ich noch nicht gesehen. Es ist etwas tricky hier im Moment. Wir sind ja alle so ein bisschen, bis auf mich natürlich. Ich bin natürlich wieder kerngesund. Ich habe gar nichts. Ich dachte, gestern war das, glaube ich, gewesen. Da dachte ich kurz so, kriege ich jetzt etwa Halsschmerzen? War aber nichts. Ich hatte wahrscheinlich einfach nur ein bisschen zu wenig getrunken. Meine Nase ist wie immer wunderbar frei. Also ich habe die allerwenigsten Probleme hier. Auch die zwei kleinen Jungs. Der Schnupfen von den beiden, den die hatten. Auch der ist jetzt, ich sag jetzt mal, so gut wie weg. Also die tun sich jetzt nicht mehr schwer, nachts schlafen. Aber wir haben ja auch den Luftbefeuchter, wo man eben auch von Vic diese Vapo-Pads reinmachen kann. Den hatte ich euch ja mal in die Stylist gestellt. Den machen wir jetzt auch jeden Abend an. Also wir machen da nicht immer unbedingt diese Pads rein. Das machen wir jetzt nicht. Aber eben, wir machen den Luftbefeuchter als solches an, weil dann ist die Luft einfach nicht so trocken im Schlafzimmer und die Jungs und auch wir können einfach viel besser durchatmen. Und ich habe halt auch die Hoffnung, dass dadurch so ein bisschen, ich sag mal, vorgebeugt wird, dass eben keiner der Jungs, ich hoffe nämlich wirklich, dass es keiner der Jungs kriegt, eben irgendwann mal diesen Pseudokrupp bekommt, den Mirko immer hatte, als er noch ganz klein war, weil ich kann damit zwar mittlerweile umgehen, weil ich das halt schon oft erlebt habe, diese Anfälle, aber ich möchte halt nicht das den Kindern antun, weil Mirko hatte seinen ersten Anfall, als er 10 Monate alt war. Da war ich halt panisch, bin natürlich ins Krankenhaus gefahren, weil ich dachte, mein Kind erstickt gleich. Wir haben dann da diese Notfallzäpfchen bekommen und dann war das auch alles in Ordnung gewesen. Hab jetzt natürlich aber keine Notfallzäpfchen hier, aber ich wüsste halt auch anders, einfach damit umzugehen. Und ich glaube eben auch, dass dieser Luftbefeuchter das Ganze stoppt, wenn man so sagen. Also nicht stoppt, weil dafür müsste es ja erstmal kommen, sondern eher, dass es einfach nicht so auftritt. Also dass eben die Luft einfach nicht so trocken ist, dass sich alles so zuzieht und die Jungs dann oder einer der Jungs dann, je nachdem, denkt, der kriegt keine Luft mehr. Wobei ein 10 Monate altes Kind versteht ja noch nicht, Hilfe, ich kriege keine Luft mehr. Also Mirko hatte auch damals keine Panik bekommen oder so, sondern er hat halt ziemlich geröchelt und das war halt wirklich, ich hatte als Mama einfach Todesangst. Deswegen bin ich froh, dass wir eben diesen Luftbefeuchter haben. Und sobald einer der beiden annähernd irgendwie Schnupfen hat oder so, wird er auch hier weiterhin laufen. Ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt jeden Abend anmachen. Vielleicht lasse ich ihn auch mal aus. Ich meine, klar, verbraucht natürlich auch Strom. Und wir machen ja auch nicht immer diese Pads rein. Die mache ich wirklich nur rein, wenn es wirklich richtig akut ist. Dass dann auch eben die Nase frei sein muss, damit die beiden eben auch mit dem Schnuller im Bett schlafen können. Das ist ja immer so ein bisschen, auch ein bisschen tricky, wenn die eben schnullern wollen und gleichzeitig aber eigentlich durch die Nase gar keine Luft kriegen. Jetzt muss ich mal schauen, wir haben nämlich jetzt schon 11:45. Mirko hat zwar gesagt, er hat noch keinen Hunger, aber ich muss ja irgendwas zum Mittagessen machen. Und ich gucke mal jetzt, was ich denn noch so finde, weil Einkaufen ist eigentlich erst morgen wieder angesagt. Ich muss jetzt so ein bisschen Resteverwertung machen. Wir haben noch nicht mal mehr Tiefkühlpizza hier, also vielleicht gibt es jetzt auch einfach mal Brötchen zum Mittagessen. Ist dann halt einfach so. Dann muss ich im Zweifel heute Abend nochmal los. Aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht dramatisch, wenn man einfach zweimal an einem Tag Abendbrot, also Brot mal eine Brotmahlzeit ist und eben einmal nicht warm. Aber ich gucke mal. Irgendwas wird sich schon auftun. Im Zweifel mache ich so eine Fertig-Spaghetti. Diese, die gibt es, glaube ich, auch von Maggi. Wir haben die jetzt aber von Ja. Das ist diese Fertigpackung, wo Spaghettis drin sind und so Tomatenmark und Kräuter, was du einfach nur schnell noch im Topf dann die Nudeln kochst und die Soße anrührst, nur noch warm werden lässt und das ist dann fertig. Das wäre auch noch eine Option. Wobei, wo ich jetzt gerade darüber nachdenke, habe ich an den
Tiefkühlschrank gedacht und ich glaube, da habe ich sogar noch so ein fertiges Pfannengericht drin. So eine Tüte von Eismann ist das, meine ich. Die werde ich gleich mal gucken, ob der das mag, der Mirko. Weil Julian ist ja sowieso erst heute Abend wieder da. Der wird ja dann eh erst heute Abend was essen wollen. Dann mache ich jetzt, glaube ich, gleich einfach schnell das Pfannengericht. Dann kann Mirko davon was essen, wenn er Hunger hat. Und ich esse davon auch gleich irgendwann was, wenn ich Hunger habe. Ich hoffe nur, dass Luca jetzt noch ein bisschen durchhält. Ich höre ihn zwar jetzt noch nicht aus dem Wohnzimmer. Das Babyfon habe ich ja hier stehen von Leo. Falls der jetzt wach werden würde, ist das aber auch dramatischer als bei Luca, weil selbst wenn Luca jetzt in der Federwiege wach werden würde, wird er da drin einfach noch liegen bleiben und ein bisschen durch die Gegend gucken. Der ist dann eigentlich immer ziemlich ruhig und selbst wenn nicht, könnte ich ihn halt in den Laufstall legen. Obwohl, bei ihm sind jetzt auch gleich schon wieder 3 Stunden um. Vielleicht hat er da noch Hunger. Ja, ihr seht, ich muss jetzt mal hier voran machen, sonst stehe ich gleich wieder vor dem Problem, dass wahrscheinlich Leo dann gerade wach wird, wenn ich Luca die Flasche gebe und dann ist hier wieder Drama groß. Ich habe jetzt mal schnell ins Tiefkühlfach geguckt und habe da doch was anderes gefunden. Also ich mache jetzt einfach Fischstäbchen und Spinat. Ich denke, damit kann ich nichts falsch machen. Ein bisschen Gemüse kann ja auch nicht schaden. Das ist übrigens bei uns dann auch so ein bisschen Resteverwertung. Wenn ich einfach in den Tiefkühlschrank gucke und schaue, was noch da ist, vielleicht mache ich dazu auch noch ein paar Kartoffeln. Unser Kartoffelsack liegt hier einfach mitten in der Küche. Vielleicht mache ich dazu noch ein paar Kartoffeln oder wir haben auch noch Kartoffeltaschen oder Kartoffelpüree. Ich gucke jetzt mal, ich schaue erstmal, dass ich jetzt den Spinat hier zum Auftauen bringe. Ich habe es ja prophezeit. Luca bekommt gerade seine Flasche und Leo ist wach geworden. Ich habe es geschafft. Sie sind jetzt erstmal, zumindest kurzzeitig, glücklich im Laufstall. Und ich kann mich weiter ums Mittagessen kümmern. Ich sage euch, das war nicht einfach. Ich habe abgewogen, ob ich Leo noch quengeln lassen kann oder nicht. Und ich bin dann hingegangen und habe den Luca kurz in dem Hochstuhl festgemacht. Wenn ich daneben stehe, schnalle ich ihn eigentlich nie an. Ich habe ihn dann aber angeschnallt, damit ich ihn kurz alleine da stehen lassen kann. Jetzt meckert er auch. Ist ja schon mal wahrscheinlich raus. Habe ihn kurz angeschnallt, damit ich ihn alleine stehen lassen kann. Bin dann schnell ins Schlafzimmer geflitzt und habe den Leo geholt. Wo ist der denn, Schnulli? Habe schnell den Leo geholt, den Leo dann auf dem Arm gehabt, währenddessen mit der anderen Hand den Luca wieder abgeschnallt, weil ich schnall den da unfassbar ungerne drinne an. Also klar, wenn er jetzt da unbeaufsichtigt mal kurz ist oder so, schnall ich ihn immer an. Oder wenn wir irgendwie da drinnen, ich sag jetzt mal, was spielen, irgendwie Blödsinn machen oder so. Luca, was stört dich denn? Was meckerst du denn? Du weißt es auch nicht. Bist du müde? Es ist unklar gerade die Situation, weil ich einfach der Meinung bin, wenn die da drin trinken oder dann vielleicht später den Brei essen, wenn sie noch nicht sitzen können, können die sich jederzeit verschlucken und sie können sich so dermaßen verschlucken, dass man sofort handeln muss. Ich meine, das ist bis jetzt nicht passiert, aber man weiß es halt einfach nicht. Und ich möchte, ja, genau, Leo. Und ich möchte einfach vermeiden, dass diese Situation kommt und ich dann in dem Moment nicht direkt reagieren kann, weil ich das Kind erst abschnallen muss. Deswegen habe ich ihn dann wieder abgeschnallt mit einer Hand und mit der anderen Hand eben Leo auf dem Arm gehabt. Leo fing dann aber auch an zu schreien und ich wusste gar nicht, was er hat, weil er war ja bei mir auf dem Arm auch und ich dachte, okay, vielleicht hat er jetzt auch Hunger. Aber er hat sich richtig in Rage geschrien. Ich musste aber ja Luca noch die Flasche zu Ende geben. Es tat mir unfassbar leid, wirklich. Weil ich dachte mir, okay, besser er schreit bei mir auf dem Arm, als wenn ich ihn jetzt irgendwo liegen lasse oder irgendwo hinlege, ablege. Also hatte ich ein schreiendes Kind und ein freudestrahlend lachendes Kind, welches gerade seine Flasche getrunken hat. Nachdem der Luca fertig war, habe ich den Leo dann kurz abgelegt. Der musste dann leider ganz kurz schreien, weil ich noch Luca sein Bäuerchen abluchsen musste. Und nachdem Luca sein Bäuerchen gemacht hat, habe ich Luca direkt in den Laufstall gelegt, weil Luca ist ja eigentlich da sehr, sehr, sehr glücklich. Und dann habe ich Leo eben nochmal hochgenommen, dann habe ich ihm schnell eine Flasche gemacht, dann hat auch Leo jetzt seine Flasche getrunken. Alles wunderbar und das Wasser kocht jetzt gerade. Ich muss mal gerade hier weitermachen. Das Mittagessen ist jetzt fertig. Mirko hat jetzt noch keinen Hunger, aber dieses gemeinsame Mittagessen ist bei uns sowieso sehr schwierig. Wir essen meistens eher zu Abend dann zusammen, weil da die Jungs schon im Bett sind. Das ist ein bisschen einfacher zu planen. Ich kann halt nur essen, wenn die Jungs gerade entweder ruhig im Laufstall liegen oder schlafen. Genauso wie ich nur dann kochen kann oder irgendwelche anderen Sachen erledigen kann. Und Mirko hat sowieso nicht dann unbedingt Hunger, wenn ich sage, jetzt kann ich gerade. Sondern natürlich hat ein Kind dann Hunger, wenn ein Kind Hunger hat. Und da er immer relativ spät
frühstückt, zumindest wenn er keine Schule hat. In der Schule essen die ja immer um eine bestimmte Uhrzeit in der Pause, aber ich höre die Jungs schon wieder quengeln im Hintergrund. Es ist aber ja hier zu Hause so, dass er halt auch länger schlafen kann. Dann isst er natürlich auch später, frühstückt er später und dann entsprechend hat er natürlich auch später erst Hunger, was das Mittagessen betrifft. Und ich gucke jetzt mal, was die Jungs machen, ob die jetzt gleich wieder ein Schläfchen brauchen oder ob die ein bisschen beschäftigt werden wollen. Und dann esse ich gleich irgendwann zwischendurch schnell was. Ich habe jetzt noch Kartoffelpüree schnell gemacht, allerdings habe ich jetzt keine Kartoffeln aufgekocht, weil das ist das Problem, was ich halt habe. Ich muss irgendwas zum Mittagessen machen, wo ich nicht permanent am Herd stehen muss. Ich will mich ja auch um die Jungs kümmern und ich muss mich auch um die Jungs kümmern. Und Mirko braucht mich ja auch zwischendurch. Wir müssen noch ein bisschen was nacharbeiten für die Schule, weil er ja eben fehlt. Also ihr merkt schon, hier ist kunterbuntes Chaos, sage ich mal. Einfach, wie es halt so ist, wenn man mehr als ein Kind hat und zu Hause ist. Ich denke mir jetzt im Nachgang immer, wieso habe ich mich eigentlich beschwert, als ich mit einem Kind zu Hause war. Jetzt habe ich hier drei gerade aktuell zu Hause, plus normalerweise ja auch noch Julian. Klar, seine Tochter ist auch oft hier, aber dann ist Julian meistens ja auch selber da. Dann ist es auch schon wieder ganz anders aufgeteilt. Und die geht ja auch in die Kita. Deswegen ist das ja eh nochmal eine andere Situation. Wie gesagt, ich muss jetzt mal... Ich bin jetzt erstmal kurz wieder zu Hause. Ich war... mir heute Morgen erstmal Winterreifen bestellen, beziehungsweise ich habe jetzt mal ausnahmsweise Allwetterreifen genommen, weil ich nämlich festgestellt habe, mein Auto hat noch Sommerreifen und da war natürlich der Wetterumschwung heute Morgen ziemlich bescheiden. Zum Glück waren die Straßen ganz normal frei, was keine Rechtfertigung dafür ist, deswegen habe ich sie, wie gesagt, umgehend bestellt. Es ist einfach eine Sache, die bedingt durch den Stress und die Gedanken, die in den letzten Wochen woanders waren, einfach untergegangen ist. Ich habe aber Glück, die nächsten Tage wird es wieder warm, also warm in Anführungsstrichen, irgendwas immer zwischen 7 und 10 Grad, also kein Frost, kein Schnee oder sonst irgendwas. Und meinen Termin habe ich nächste Woche Dienstag, da kriege ich die Reifen montiert. Gab für mich einen kleinen Snack zum Mittagessen, eine Pizza Margherita, wir hatten bestellt, hatte ich ja gesagt. Und jetzt bin ich erstmal wieder kurz zu Hause, um hier ein bisschen zu unterstützen. Und ihr könnt es schon sehen, ich habe hier Leo auf dem Schoß sitzen. Sandra wollte halt jetzt auch mal ein bisschen Wäsche machen und mal ein paar andere Dinge noch gerade erledigen, die sie jetzt eben nicht machen konnte, als sie mit den Zweien alleine war. Habe aber auch immer so ein bisschen jetzt die Uhr im Blick, weil in ungefähr einer Stunde muss ich dann auch schon wieder los, weil dann habe ich schon wieder den nächsten Termin. Und wenn Sandra jetzt gleich wieder hier ist, dann kommt auch Türchen Nummer 4, weil heute ist der 4. Dezember. Entsprechend gibt es dann wieder ein neues Türchen für euch. Unser nächstes Adventskalender-Türchen. Ich will immer Türchen sagen, warum auch immer. Ich will immer Türchen sagen, ich meine Türchen. So sieht das Bild aus. Wir drehen jetzt mal um hier und schauen mal, was draufsteht. Ein Spiel um Leben und Haus. Hey Julian und Sandra, heute spielen wir Galgenmännchen. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Wann habt ihr das letzte Mal gespielt? Das ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Jeder von euch nimmt einen Zettel und einen Stift aus der Box und überlegt sich ein möglichst langes Wort, das in irgendeiner Weise in Verbindung zu eurer Beziehung steht. Zum Beispiel, weil ihr es öfters gesagt oder es erlebt habt. Schritt 2. Malt so viele Striche auf euer Blatt. Ja gut, ihr könnt euch das gerne durchlesen. Ich weiß, wie man Galgenmännchen spielt. Aber diesmal spielen wir das eben in der Weihnachtsvariante nicht mit einem Galgen, sondern eben mit diesem Nikolaushaus. Und wenn das Haus voll ist... dann hat derjenige verloren. Wer hat gewonnen? Der oder die Gewinnerin bekommt ein Kompliment. Wie kitschig es sein darf, entscheidet ihr. Wählt einen Wert für euer Kompliment zwischen 0 und 10. Gar nicht kitschig? Bleib bitte sachlich. 10, gib mir alles, was du hast. Lass mich schmelzen. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss man das jetzt vorher ausmachen, den Wert? Oder? Also ich verstehe jetzt nicht so ganz, ob man diesen Wert des Komplimentes vorher wählt und dann sagt, derjenige, der gewinnt, kriegt ein Kompliment mit der Nummer 5, sage ich jetzt mal, also mittelkitschig. Oder ob der Gewinner sich das quasi aussuchen darf, wenn er gewonnen hat. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Aber das schauen wir einfach. Schauen wir mal, was wird. Hast du zugehört? Nein. Dann musst du auch lesen. Wir spielen Galgenmännchen in Weihnachtsedition. Eigentlich muss man nur die 1 lesen. Verstanden? Ein möglichst langes Wort? Das ist nur schwierig, weil ich wüsste jetzt gerade spontan keins, aber ich muss mal überlegen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das ist gut. Kennst du Galgenmännchen? Ja, klar. Wann hast du das denn das letzte Mal gespielt? In der Schule. Echt? Mhm. Und das hier ist das Haus. Das will man kein Galgen, sondern das Haus. Das habe ich mitbekommen, ja.
Okay, und wer gewinnt, der kriegt ein Kompliment und darf sich irgendwie aussuchen, ob das kitschig sein soll oder nicht. 0 ist gar nicht kitschig und 10 ist, gib mir alles, was du hast. Lass mich schmelzen. Okay. So, wir machen das jetzt in etwas abgewandelter Form. Im Hintergrund ist nämlich Sandra schon wieder mit Leo zugange, den zu füttern. Und wir machen das jetzt einfach so. Ich habe mir ein Wort überlegt, was zu unserer Schwangerschaft. Zu unserer Schwangerschaft passt, ja. Jetzt habe ich das Wort verraten. Ja, dachte ich mir schon. Achso, fangen wir nochmal neu an. Ich muss mir ein neues Wort überlegen. So, jetzt habe ich ein neues Wort. Ich zeige euch das jetzt. Könnt ihr es sehen? Fokussiert ist. Ja, ich habe eine Sauklaue, aber ist nicht so schlimm. Also, ich habe mir jetzt ein Wort überlegt. Sag's nicht wieder. Was zu unserer Beziehung passt, so wie es in der Aufgabe stand. Und wir machen das jetzt so, Sandra wird raten und dann entscheiden wir halt, Gewinner oder Nicht-Gewinner. Entweder ist das Haus vom Nikolaus vollständig gemalt, dann habe ich gewonnen, dann kriege ich ein Kompliment. Oder aber sie errät das Wort und sie hat gewonnen und sie kriegt ein Kompliment. Entweder ich gewinne oder du verlierst. Ja, so, du darfst anfangen. Okay, wie viele Buchstaben haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, es sind weniger als Schwangerschaft. Ja, hallo. Was denn? Das ist so nicht, das Alte. Ja, nicht, dass das durchschimmert oder so. Klar. So, bitte. Kraftpapier. Ich fange an mit A. Nein. E. Ja. Jetzt muss ich... Was, nur eins? Ja. Okay, warte. Dadurch, dass das sehr lang ist, müssen da noch ein paar andere Vokale drin sein. Und deswegen sage ich jetzt mal... Moment, I. Ja. O. Nein. Und U. Ja. Ich hoffe, es ist kein E oder so drin. Oder schreiben wir E oder AE? Nein, wenn würde ich AE schreiben. Okay, nur dass ich das weiß. L. Nee. Ich male das Haus von Nikolaus jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge. Ja, Hauptsache, das ist am Ende. Mhm. S. Nein. Was? Ah, doch, doch. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, das ist hier, die Wand ist wieder eingerissen worden. Ich habe mich leider vermalt an einer Stelle, aber die Wand habe ich wieder, die ist durchgestrichen, die ist wieder eingerissen. R. Ja. N. N? Wie Nase. Ja. Zeig mal. Scheiße. Entschuldigung, sagt man nicht. Ha, ich weiß es. Kinderwunsch. Das stimmt leider. Kinderwunsch. Und ich möchte jetzt ein richtiges, kitschiges Kompliment haben. Boah, so eine 10 aus 10? Ja. So richtig. Hau alles raus. Boah, so richtig kitschig. So eine 10 aus 10, helft mir. Ich muss jetzt hier zum richtigen Romantiker. Wobei, ich habe ja beim letzten Adventskalender schon bewiesen, dass ich der Romantiker bin. Ja, also. Okay. Kannst du schon mal proben für einen Antrag irgendwann? Muss jugendfrei sein. Ja, natürlich. Das ist auch ein Kompliment sein, keine Anmache. Oh, da kann man auch Komplimente verteilen. Prost, Mahlzeit. Das ist schwer. So auf Kommando ist das schwer. Spontan bin ich ja, aber das auf so Kommando ist so schwer. Weil du willst ja so richtig kitschig. Ja, so richtig. Wo andere so denken, so, bah, ist das schmierig so. Ne, das soll ja schon auch ernst gemeint sein. Also du musst jetzt nicht... Für dich 10, nicht für alle Leute 10. Ja, natürlich soll das ernst gemeint sein. Ja, aber das soll nicht so von wegen, deine Augen passen so gut zu meiner Bettwäsche. Nein, das wäre eine Anmache. Oder deine Augen, hier, wie war das mit, du musst ein Engel sein, du bist vom Himmel gefallen. Und nein, das ist keine Anmache, das kann auch ein Kompliment sein. Aber ich finde halt nicht so... Sowas, was man dir nicht abkauft. Also es sollte schon ein Kompliment sein, was du mir auch so geben würdest, aber was halt einfach eine 10 ist. Ein Kompliment, was ich dir geben kann, was eine 10 ist. Leute, ich brauche eure Hilfe. Weil jetzt hat sie mir auch noch komische Randbedingungen dazu gegeben, die so auch nicht in der Aufgabenstellung standen. Aber ich glaube, ich habe was. Moment. Ein Kompliment würde ja bedeuten, dass ich quasi etwas zu dir sage. Du lobst mich mehr oder weniger. Ich lobe dich. Ja, also. Boah, das ist echt, warum ist denn das auf einmal so schwer auf Kommando? Und dann auch noch eine 10 von 10. Deine Augen sind so... Wunderschön. Schon als ich das erste Mal da reingeblickt habe, habe ich gemerkt, meine Welt hört sich aufzudrehen. Oh, ich würde dich jetzt gern küssen, aber dann sieht man Leo leider. Ich schicke dir einen Kuss rüber. Das ist traurig, oder?
Und jetzt alle so, oh mein Gott. Und sie so, ja, ich würde dir jetzt einen Kuss geben, aber geht nicht. Ich habe Kinder auf dem Arm hier. War das eine 10 von 10? Ja, das war schon ganz nett. Okay, dann ist ja gut. Gut, das war Schwangerschaft, Adventskalender, Türchen Nummer. Warum? Jetzt habe ich auch Türchen. Das heißt Adventskalender, Türchen. Türchen. Adventskalender Türchen Nummer 4. Wir sehen uns im nächsten Video mit Adventskalender 5, 6, 7, 8, keine Ahnung, je nachdem wie viele Türchen dazwischen sind. Ich habe euch ja gesagt, ich habe jetzt noch einen Termin, das heißt, ich muss jetzt nochmal zurück ins weit entfernte Bonn gefühlt jückeln bei dem Wetter. Ach ja, ich kann es echt, also wenn ich so Sandras Hose betrachte, ich weiß nicht, ob ihr die heute schon gesehen habt, kann ich Weihnachten langsam nicht mehr erwarten. Also wenn ich diese kleinen Nikoläuse, Weihnachtsmänner auf ihrem Hintern sehe. Vor allem manche haben eine Lichterkette um den Bart. Ja, manche sind auch, warum auch immer, kopfüber. Ja, das ist halt der Stoff. Das ist der Stoff. Naja, aber ich habe heute Morgen schon zu Beginn des Videos, habe ich euch gesagt, oder nicht zu Beginn des Videos, zu Beginn dieses Tages habe ich euch schon gesagt, es ist Wahnsinn, dass einfach in 3 Wochen schon wieder Weihnachten ist. Wir haben heute noch im Büro, das wollte ich euch nur kurz erzählen. Ihr kennt mich ja als den absoluten Gaumenschmaus. Ihr wisst ja, dass ich es liebe, die kulinarischsten Küchen dieser Welt auszuprobieren. Nicht. Und wir werden unsere Weihnachtsfeier vom Büro im Phantasialand bei der Show, wie heißt sie? Fantissima, verbringen. An sich ja eine wirklich coole Idee. Man macht sich irgendwie auch richtig schick, habe ich jetzt gelesen. Und da hatten wir uns eben drüber unterhalten. Das Problem ist aber, dass da so exquisites Essen angeboten wird. Boah, und ich weiß, das ist jetzt echt Meckern auf einem hohen Niveau. Aber liebe Leute, mit so Dingen wie Avocado-Salsa oder Wachteleier oder Rinder-Tatar auf Guacamole oder sowas, da kannst du mich halt jagen. Ne? Da kannst du mich leider echt mit jagen. Sandra sagte scherzhaft schon, wenn die Weihnachtsfeier ansteht, fährst du besser vorher zu McDonald's, damit du satt bist. Mal gucken, ob ich das so umgesetzt kriege. Aber an sich freue ich mich wirklich darauf, weil ich bin zwar auch kein Theatermensch, aber ich glaube, so dieses Ganze drumherum, so dieses zumindest mal erleben, weil man kann ja motzen, kann man immer danach. Also ich probiere es gerne aus, ich nehme daran sehr, sehr gerne teil. Ich freue mich auch in gewisser Weise darauf, auch wenn ich persönlich etwas einfacher gestrickt, weil letztes Jahr waren wir bowlen. Sowas finde ich dann irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich bin eher so der Typ für die klassischen, langweiligen Dinge. Kann man das? Es ist ja nicht langweilig, aber eher so diese typischen Klassiker. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on.